wir packen ja auch ein Paket aus. Ach ja, packen wir auch noch aus. Wollen wir es erst auspacken? Nee. Also ich hole das Paket nachher. Ja, wir machen erst Foto, falls jemand das nicht sehen möchte. Dankeschön, dass ich mir meine Hände bei dir wärmen darf. Ja, du hast aber... Naja. Geht, ne? Geht so, lala. Hallo Fans, ich begrüße euch recht herzlich nach einem strapazierten Einkaufstag. Strapaziert? Ja, der war schon... Für mich war er. Für dich. Ey. Okay. Für mich war er. Stand mich wieder vor der Apotheke und musste... Ja. Ja. Wir waren einkaufen, ihr lieben Leute von Heid. Schwestern von gestern. Es ist wieder so kalt, aber es soll besser werden. Es soll ja wieder bis 28 Grad werden, da schauen wir mal. Das ist nämlich viel zu viel. Ja, also wir waren einkaufen bei... Hit? Erst waren wir bei Aldi. Bei Aldi und bei Hit waren wir. Bei Aldi waren wir bei Hit und dann waren wir bei Apotheke. Genau, aber ansonsten nichts. Nee. Wenn jemand was an Irmi auffällt, bitte in die Kommentare. Halt doch mal. Oder die Fresse. Die können doch das alleine sehen, ja. Oder auch nicht. Nein, vielleicht trauen sie sich ja nicht zu schreiben. Also seid, haut rein, traut euch zu schreiben. Wir waren nur bei, wie gesagt, nur beim Aldi und bei Hit. Ja. Ja, mehr waren wir nicht. Fangen wir auch in der Reihenfolge an, ne? Wir haben mich gesehen, die haben beim Aldi Spargel im Angebot, das Kilo für 7,99. Ja? Was ist nicht 7,49? Kokostraum, Spargel, 7,49. Ja, hast du aber nicht gesagt, habe ich gesagt. Ja. 7,49 Kilo. Genau. Ist ein guter Preis. Wirklich ein guter Preis. Genau. Ja, fangen wir doch hier mit dem Spargel an. Ne? Hier ist er. Frisch vom Feld, deutscher Spargel, 1 Kilo. Ab da oben. Der kommt aus Belitz. Märkische Höfe, Belitz GmbH. Hennickendorf. Nute Urstromtal. Nute Urstrom. Wo? Nute Urstromtal. Ach, Urstromtal. Das wird ein Ort sein. Ja. Hennickendorf kenne ich nicht, ich kenne Hennickendorf, aber Hennickendorf kenne ich nicht. Das ist Klasse 2, 16 plus Millimeter. Und die wir letzte Woche hatten, den Spargel, ey, der war so lecker. War der lecker. Ja. Ja, den haben wir ganz normal gekocht. Ich glaube, den werden wir auch wieder ganz normal kochen. Ich habe ihn 25 Minuten habe ich ihn. Und da war er noch Biss rein. Bisschen knack. Also er hat noch nach Spargel geschmeckt. Es ist nicht so, mein Vater, der mochte ja immer ganz gern, wenn der Spargel auf der Gabel runterfiel. Also so. Dass man ihn nur noch so schlürfen konnte. Ich mag ihn auch so. Bin es ja nicht anders gewöhnt. Aber Ille mag auch gerne, wenn er noch ein bisschen Biss hat. Ja, genau. Wenn er noch ein bisschen beißt. Wobei ich sage auch immer, wenn er ein bisschen beißt, schmeckt er auch noch nach Spargel. Genau, ja, die sind, ne? Ja, ist so, ja, ist so. Da sind denn, also was ich, wir hatten wie viele Stangen? 8 Stangen? Ne, 9 Stangen. Wir mussten 4 und 4 oder waren es mehr Stangen? Wie waren es mehr Stangen? Ich weiß es jetzt nicht. 9, 5 und 4. 5 und 4. Na, jedenfalls ist die eine dann noch geteilt worden. Die habe ich dann am Schluss trotzdem noch gegessen, weil Ilse nicht geschafft hat. Genau. Wasser kochen. Spargel, nicht zu viel Wasser, also ich tue immer den Spargel in den Topf rein und dann das Wasser drauf, das kalte Wasser, nehme den Spargel wieder raus und weiß ich ungefähr, wie viel Wasser ich brauche. Man muss ja nicht unnötig viel Wasser verbrauchen. Und Strom natürlich dann auch, weil es ja wenn weniger ist. Dann tue ich da 2 Teelöffel Salz rein, aber 4 Teelöffel Zucker. Ille tut dann gerne noch Zitrone rein.
Eine Scheibe Zitrone. Und ich kurz vor Ende noch ein Stückchen Butter. Butter. So ist Spargel. Ganz einfach. Hey! Was? Butter. Butter. Butter, Mutter. Also wie gesagt, Spargel. Ja. Dann hatten wir bei Aldi Prosciutto. Prosciutto. Hinterkochschinken nach italienischer Art. Genau. Ja, ist ja nur die italienische Art hergestellt. Mein Freund. Ist in die, bitte was? Formaggi, pomodoro, formaggi. Formaggi. Der sah ganz gut aus. Ja, den esse ich auch abgepackt. Das ist nicht das Thema. Also weil, ne, sonst mag ich, mag ja, ihr wisst ja, ich mag nicht so gerne abgepackte Wurst. Ja, aber den, ja, den kann man. Den hau ich mir auch. Und wenn, ich, wenn es tatsächlich, den hau ich mir auch rein. Nicht ins Gesicht. Den haut sind 240 Gramm. Ja. Muckel, du auch? Ja, du magst den auch, ne? Mhm. Muckelchen liegt da, ihr seht es ja. Muckel. Okay. Ja, dann hatten wir noch, habt ihr gesehen, hatten wir hier im Angebot gehabt, ja. 800 Gramm Wiesenhof sogar. Ach, Wiesenhof sogar. Grüße an Kerstin. Ja, unsere Kerstin, also hier. Ja, unsere Kerstin. Ja, ja. Mit Chantal, nee, Charlotte. Mit der Charlotte. Mit der Charlotte. Liebe Grüße, Kerstin und Charlotte. Von Wiesenhof. Quanta Costa? 6,49. Nee. 6,99 oder 6,49? Uno momento, prego, prego, prego. Das kam 6,49. Bitte? 49. Das ist aber günstig. Ja, naja, für 800 Gramm. Was soll man dazu sagen? Aber es ist also wie für die Tiere. Von den Tieren für die Tiere. Ja, wenn, ja, vielleicht frieren wir auch für uns. Ja, oder wie auch immer. Und, aber genau. Ja, ihr wisst Bescheid. Nimm mal deinen Fuß da weg. Bitte schön, danke schön. Ja, wenn wir schon mal bei den Tieren sind. Ich habe hier eine Palette Futter gekriegt. Diesmal braucht man nicht hin und her zu rennen. Fahren. Ich habe mich nur gewundert, wo sie bleibt. Wo sie bleibt. Und, da und ja, und ich muss dann ja immer in die Knie. Es gab mal einen, an einem Tag, wo, wir, auch, wo ich auch in die Knie gegangen bin, da ist mir noch hochgeholfen worden. Ach ja, von Heike. Von Heike. Ja, Heike. Ich habe es allein geschafft. Ja, ich wusste, du warst so lange weg. Ich denke, Mensch, wo ist die denn? Na, ich musste aussortieren. Wo ist meine Alte schon wieder? Die guckt immer nach oben, nicht nach unten. Aber eine Story für euch. Ja, muss ich auch gleich, sonst vergesse ich es wieder. Also hier einmal... Die einmal, achtmal, glaube ich, Geflügel und... Ich weiß, die ganze Palette. Eine ganze Palette. Und dann hier noch... Huhn, Geflügel... Truthahn und Wild. Und Fisch. Und Fisch. Muckel. Das sind so die drei... Muckel, Übermut tut selten gut, das weißt du, ne? Die drei Futter für die Katzen, diese drei Sorten, so, die mögen sie gerne. Ja. Da brauchen wir auch nicht weiter nichts anderes zu... Packen. Früher haben sie das ja gern von Penny gefressen, aber das fressen sie heute nicht mehr. So, jetzt, Ille, jetzt bist du dran. Muckel, komm her. Komm her. Komm her. Aber pro hochgucken, ja. Ich kann ja immer so schlecht schlafen und halt dann so lange bis um 3, 4 Uhr wach. Und entweder gucke ich Dokumentation, Tierdokumentation, Netflix oder weiß ich, wo das alt läuft. Oder und Hegel oder Schräger dabei, ne? Jedenfalls lege ich so, hatte ich schon. Strick- und Häkelzeug beiseite gelegt, hat mir noch so ein bisschen fern, also Netflix geguckt. Und das nee, du hast am Handy gesessen. Es war schon totale Dunkelheit und ruhig war es auch schon bei dir. Ach so, gut, genau, dann war schon, genau, war alles aus und hab nur noch so auf dem Handy geschaut und auf immer sehe, das war so 2:30 rum nachts, ne, morgens, auf immer sehe ich, dass die Tür aufgeht, ne, aber keine Katze zu sehen, ja. Und die Tür ging so, wie sie so, ah, wie im Gruselfilm, wenn du so Horrorfilm guckst, dann öffne ich die Tür so auf. Aber sie sieht nicht. Ich sehe keinen, aber das bewegt sich immer mehr, die Tür, ne? Und dann ruft sie mal, hier bin ich. Ich immer wieder, ich sehe dich nicht. Und dann kommt auf allen Vieren, ihr Krochmister. Ey, nee, ich hab mich so. Ich hätte vorher einen Gruselfilm geguckt, einen Horrorfilm. Ich hätte mir eingeschissen. Hier bin ich. Kick. Seht ihr? Sie guckt immer nach oben. Erwartet was von oben. Es kam nichts von
rum. Es war was von unten. Krabbelst du da wie so eine Kreatur, ey. Mann, ey, nee. Ja. Kleine Story am Rande. Lustig war's. Ja, wir haben, sonst nicht zu lachen. Ne? Ich hab gesagt, kann sie nicht nochmal mit mir machen. Also die geht nicht. Weiter. Ja. Ich weiß nicht, was ist das jetzt hier? Kokostraum? Ja. Das ist wie. Ich hab's eingepackt, ne? Halt zweimal, weil einmal will ich verschenken. Das ist wie. Raffaello. Ja, soll so wie Raffaello sein. Raffaello oder wie heißt das eigentlich? Ja. Heißt es Raffaello. Ja. Ne? Manchmal haben sie es beim Lidl, beim Aldi. Schokolade, Kokostraum. 91 Euro, ja. Oh, wow. Also der 1,99. Guck mal, wenn man jetzt. Ist du so gut wie sagt man denn? Raffaello? Ist du Raffaello? Na komm, wir kosten mal Raffaello. Das ist noch bis nächstes Jahr 25 Jahre haltbar. Also mich würde jetzt interessieren, wie das Raffaello schmeckt. Das ist von Ferrero. Also ich würde sagen, das würde sich geschmacklich gar nichts nehmen. Das ist nicht. Ja. Ja, man müsste jetzt wirklich. Aber guck mal, hier ist eine Nuss. Ist da auch. Da ist ein Mandel drin bei Raffaello, oder? Da ist auch eine Nuss. Ja, aber eine Mandelnuss. Was ist das für eine Haselnuss? Ein Haselnuss? Kokosnuss? Kokosnusscreme? Mit ganz Mandeln. Ach, Mandeln, doch Mandeln. Mit ganzen Mandeln. Guck mal, hast du ja so einen Henkelball, kannst du wegtragen. Ja, kann man machen für 1,99. Kann man essen? Ja. Doch. Na, wie soll denn für Raffaello bezahlt? Also wie gesagt, es würde mich echt interessieren. Kann sein, dass wir da noch einen guten Raffaello drin haben. Aber ich gehe da jetzt nicht suchen. Nein. Gut, dann geht's weiter. Ille und ohne. Ille Beeidio und ohne. Ille Beeidi ohne. Na? Versuch mal mit dir auf die Sprünge. Was kaufst du am liebsten bei Aldi? Hier. Was kaufe ich am liebsten beim Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Zwerge. Heidi, Heidi, komm nach Haus, ruh dich aus. Ja, meine Heidi. Ja, das ist das. Aber die haben jetzt wirklich viele Heidis. Ja. Es liegen viele Heidis da. Genau. Ja, meine Lieblings. Heidi. Davon kann ich gut kacken. Ne? Ja. Hast du ja gemerkt. Ja. Gut. Nee, das war vom Essen. Das war vom Essen. Aber sehr komisch, dass das bei dir gleich immer durchsteht. Gleich. Weil ich nicht, wir waren beim Vietnamesen und... Das soll nicht heißen, dass es da schlecht ist. Nein, aber irgendwas stimmt mit meinem Darm und so alles nicht. Jedenfalls, ja, alles ist eine andere Geschichte. Ist durchschlagendes Thema. Radieschen. Das Thema hatten wir jetzt schon ausgiebig, glaube ich, diskutiert. Sie mag sie, ich esse sie. Aber sie mag sie nicht. Ich habe ja gesagt. Du isst sie, aber du musst sie nicht haben. Ich muss sie nicht haben, nein. Und ich freue mich, wenn Radieschenzeit ist und die nicht so teuer sind. Gut, die waren jetzt 75 Cent, ja. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Radiesis, guck, ist das Radiesi. Ist Radiesi-Zeit. Guck, kannst du mal gucken, da ist Radiesi. Ja, dann... Hat sie noch mal eine Surcreme mitgenommen, ja. Die ich ja auf die Erdbeeren packen wollte. Ja. Ob das schon wirklich gepackt. Die waren übrigens auch lecker, die Erdbeeren. Ja, die waren lecker. Und ich habe auch nicht sehr viel, ich habe nicht viel Abfall, nicht sehr viel, ich habe nicht viel war Abfall. War wirklich auch gut. Also ja, haben wir geschmeckt, ja. Da mache ich ja immer grundsätzlich, wenn ich die, wenn ich weiß, dass die aus dem na, warte nun. Europäischen Ausland kommen. Ich spüle die einmal heiß ab. Nicht lange, nicht so, dass sie matschig werden, sondern einfach nur einmal ganz kurz heiß abspülen. Und was gut. Soll ich bewirken?
Ja, ob es noch was bewirkt, das weiß ich nicht, aber ich habe es mal gelesen, das sollte man machen. Aber beruhig dein... Mein Sinn für die Sauberkeit. Mhm. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Wir wissen eh nicht, was wir essen. Ja, dann macht es halt Zucker, ein bisschen Zucker und Pfeffer. Ja, genau, Zucker und Pfeffer. Und dann entweder solo essen. Oder wenn wir haben, gibt es auch mal so Creme drüber. Mäh. Ich habe ja nicht gesehen, dass sie mit frischen Kräutern, aber ich meine, sonst würde die so gehen. Ja, würde auch gehen. Natürlich. Würde auch gehen. Ja, geht auch, aber ohne Kräuter. Ne? Ja gut, die Kräuter, das ist ganz klein in grün geschrieben, das habe ich nicht gesehen. Ja, aber da siehst du ja Kräuter drauf. Ja, gut, ich habe nur gesehen, nur auf so. Auf jeden Fall war saure Sahne. Kannte irgendwie nicht, nein. Hat sie erst durch mich kennengelernt und ich kenne das halt von meiner Mutter. Oder noch als andere Alternative, wenn du keine saure Sahne hast, Milch. Milch, ja. Milch. Mit Milch und Schrippe. Kennt. Also Berliner kennt es auf jeden Fall. Erdbeeren, Milch und Schrippe, ihr habt es im Sommer bei uns oft. Und das ist lecker, habe ich auch erst hier kennengelernt. Ne? Ich habe auch gedacht, mein Gott, schmeckt das überhaupt? Doch, ja, das doch. Schmeckt wirklich gut. Doch. Erdbeeren, Milch und Schrippe. Also Schrippe eintunken, ne? So richtig schön. Oh, lecker. Ich habe es bei uns oft im Sommer, weil wir hatten ja einen Gartner, ihr habt immer Erdbeeren. Ja, wie gesagt, ich habe es hier auch erst kennengelernt. Ist wirklich was Leckeres. Mhm. Und es macht satt. Ja, natürlich. Gut, weiter. Wir schwelgen schon wieder in die Vergangenheit. Ja, nein, nun. Na, du in deiner und ich in meiner. Ja. Aber ist ja nun mal so. Knoppers. Kokos, schon wieder was mit Kokos. Ja. Du bist da Kokos abgefahren. Ja. Einmal, zweimal Kokos. Zweimal. Habe ich letztens irgendwo halt das. Ist schon eine ganze Weile her. Da hat mal jemand gesagt, warum zeigt ihr denn immer die Süßigkeiten, die ihr kauft? Ja, warum soll ich sie denn nicht zeigen? Ich esse sie doch auch. Warum soll ich sie nicht zeigen? Das wäre ja ein Betrug. Ja, eben. Ich meine, warum soll ich denn Sommer verheimlichen? Nein, ich esse keine Süßigkeiten. Doch. Alles, was wir kaufen, was wir essen, zeigen wir euch. Ja. Und nur weil ich mollig bin, heißt es ja nicht, dass ich sowas nicht essen darf. Ne? Also wir zeigen alle, egal was das ist. Also ich habe da ja, seht ihr ja keinen Grund, das zu verheimlichen. Also das, was wir kochen, zeigen wir euch. Da wird nichts verheimlicht. Knoppers. Warum? Warum auch? Ja. Ich meine, gibt es Leute, die einkaufen, der Mann sitzt zu Hause und dann verheimlicht sie ihrem Mann, dass sie Süßigkeiten, dann räumt sie die Süßigkeiten vorher weg oder wie oder was. Das verstehe ich jetzt nicht. Nö, also ich meine, wir haben gesagt, wir zeigen alles. Jo. Denn sonst würden wir euch ja betrügen. Na eben. Nö. Gut, okay, dann geht's noch weiter. Es sind hier noch 3-4 einzelne Dosen. Da fährt sie momentan wieder mal sehr drauf ab. Booster? Ja, nee, Rockstar. Rockstar. Booster ist von Netto. Ach. Schon lange nicht mehr gehabt. Nö, aber hättest du auch haben können, weil... Edeka, nee. Wo haben wir denn Booster? Hat nicht Rewe auch Booster? Rewe war nicht bei Rewe. Nee, aber wer hat denn? Edeka Booster. Edeka, genau. Über Edeka mit Netto, genau. Hier, also wenn jemand auch sowas hier trinkt, also das Raspberry schmeckt mega geil. Blueberry Pomegranate ist das. Pomegranate wieder. Ja, und Blueberry. Blueberry und Pomegranate, Granatapfel und Blaubeere. Sour Raspberry. Ja, diese wirklich sind sehr, sehr, sehr lecker. Ja, von jeweils. Die kommen jetzt 99 Cent bei Ritt. Bei Ritt. Bei Hit kosten die 1,79. Der Dose. Ja, und du hast jetzt. Bei 99 Cent hatten sie die noch. Die Packung ist leer. Ja, kannst du wieder rein. Zurück. Das kann ich wieder wegschicken. Ja, okay. Kann ich wieder reinstellen. Kann ich dann gleich in die Kühlschrank stellen. Die Heidelbeeren, die wir letzte Woche gekocht haben, die waren auch lecker. Da haben wir Marmelade von ihr gekocht. 7 Gläser haben wir rausgekriegt. Mhm. Sind aber nur noch 6 da. Genau, eins haben wir schon verschenkt. Genau. Unsere Nachbarin hat ein neues Fahrgestell bekommen. Ich konnte nicht so richtig essen. Und dann war es natürlich vielleicht ganz gut, weil dann konnte sie ihr Brot lutschen. Um neuen Fahrgestell. Ja, nee, tut sie schwer, aber... Ja, man ist 18. Ja, sie wird 18, ja. Was willst du machen? Sie sind halt die Dritten dran. Sie wird 80 und...
düst jeden Tag mit dem, mittlerweile mit dem Elektrorad, aber sie düst jeden Tag. Jetzt hat sie die nächste große Aufgabe ist, sie fährt mit dem Fahrrad, nicht mit dem Fahrrad, sondern sie nimmt das Fahrrad mit und fährt in ihre alte Heimat Bremen. Ja. Also mit dem Zug und so weiter. Ihre Tochter, ich habe dann gesagt, ich sag, wird das jetzt hier eine Uldi-Runde oder was? Nee, ihre Tochter käme auch mit. Ich sage, nein, dann brauche ich mir keine großen Sorgen zu machen. Nein, brauchst du nicht. Genau. Also sie fährt und dann düst sie dann in und um Bremen, dazwischen Ahn oder wo auch immer da die Ecke da, düst sie dann rum mit ihrem Fahrrad. Ich lebe mich schon mit ihr, 41 Jahre Tür an Tür mit Alice. Tür an Tür mit Erich. Alice. 41 Jahre wohnen wir jetzt, also nur zusammen an der Tür. Wir hatten schöne Zeiten, wir hatten tiefe Zeiten. Was, tiefe Zeiten? Also, down under. Genau, da waren wir mal alle verreist. Aber nee, im Großen und Ganzen haben wir uns aber gut verstanden. Verstehen wir uns immer noch. Muss auch, ne, also wäre furchtbar, wenn man sich überhaupt nicht verstehen würde. Aber soweit gibt es auch, ne? Dass es Nachbarn gibt, mit denen hat man ja keinen Kontakt, mit denen versteht man sich nicht, man ist froh, wenn man sich nicht begegnet. Ja. Aber das war mit Erich. Der hat meinen Sohn babysittet, die ist mit meinem Sohn spazieren gegangen, also alles gut. Ja, und dann kommst du dann halt so mal Sonntag nachmittags an, ach, mir ist die Tür aus dem Unterschrank kaputt gegangen. Kannst du mal bitte kommen? Ja, naja, und Bob, die Baumeisterin, ist natürlich dann zur Stelle. Oder sie klopft, sagt so, wollen wir ihn rauchen? Ja. Alles gut. Noch haben wir sie. Ja. Freuen wir uns. Genau. Genau, so, dann Hit Ulrich. Genau. Mariendorfer Damm. Yes, Baby. Da waren wir aber Nähe der Rennbahn. Der Trabrennbahn. Der Trabrennbahn. Genau. Ja. Da traben sie. Jetzt am Sonntag fangen sie, glaube ich, an, das Bier zu traben. Deswegen haben, glaube ich, die. Was machst du hier? Ich biele. Du bielst. Ich biele mit den Datzen. Okay. Kannst du mal bitte die Babysprache lassen? Nee, kann ich nicht. So, weiter geht's. Fangen wir mal mit den Großen an. Die hatten bei Hit Ulrich Senaiko im Angebot. Die schmeckt mir sehr gut. Sogar noch besser als die von Coca-Cola Fanta. Ja. Genauso geht das für die Cola auch. Die Cola schmeckt mir von Senaiko auch besser. Ich kann von der Coca-Cola kann ich nicht schlafen. Von der Senaiko Cola, da kann ich abends um 10 noch ein Glas trinken und ich muss nicht schlafen. Und ich kann schlafen, wollte ich sagen. Und ich muss nicht schlafen. Nee, weil die schmeckt wirklich, die schmeckt, da hast du die für, du hast eine Orange im Mund, wenn du Senaiko trinkst. Wenn ich nicht so viel kauen müsste dabei. Ich weiter? Gut, dann stand sie wieder beim Knoblauch. Das ist aber eine immerwährende Geschichte. Wir gehen bei Hit Ulrich rein. Sie geht links rum, ich gehe rechts rum. Rechts rum ist Pfand bzw. Altkleider. Ja. Was ist los mit dir? Altglas und links ist der Knoblauch. Ja, da geht es erstmal als erstes mal hin. Aber letzte Woche sah nicht gut aus, aber er war gut. Waren gute Zähne dran, habe ich wieder schön meinen Knoblauch. Eingelegten Knoblauch in Olivenöl und mein selbstgemachtes Kräutersalz und dann, ach, das ist lecker, ne? Ja. Ja, und wenn ich das dann so mal mit den Speisen so verfeiner. Wenn du das nicht anstehst, mit in der Nacht zu essen. Ach so, da hatte ich mir die Mini-Mozzarella gemacht und mein Knoblauchöl. Aber und nächsten Morgen kommt sie und bringt mir einen Kaffeefass umgefallen. Das Problem ist, wir könnten ja beide Knoblauch essen, aber ich mag um 3.45 Uhr oder um 3.25 Uhr mag ich keinen Knoblauch. Ach so, ja, das war so witzig. Hat ihn ja gesagt, na, das Beste ist, um das zu vermeiden, dass man stinkt, soll jeder Knoblauch essen. Ja. Nein! Das kann ich nicht. Auf die Idee bin ich auch ja nicht gekommen. Nee, ich könnte das auch nicht. Ich könnte also nicht mehr. Ille hat manchmal sehr Spaß. Abstruse Essenszeiten. Dass sie dann plötzlich mitten in der Nacht auf Gesundheit. Auf die Idee kommt und Knoblauch isst. Ja. Und ich kann mich jetzt nicht ihr anschließen, denn ich meine, ich habe meine Zähne geputzt und so weiter. Das geht nicht. Gut.
Gut, wir waren dann in der Fischabteilung. Genau. Da gab es eine, Regenbogenforelle. Eine Regenbogenforelle. Die sah wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Sieht immer noch gut aus. Sieht immer noch gut aus. Das sind 558 Gramm. Gut, wenn die jetzt mal schön gebraten wird und so weiter. Und wenn du dann die Regen... Naja, was bleibt übrig? 50 Gramm gehen weg für Kreten oder... Für Gräten. Also kriegt jeder so 250 Gramm. Ach, reicht vollkommen, die Augen waren klar, wunderbar. Ich habe gefragt, ob ich die so verpackte Kühlschrank hatte. Sie sagte, packe. Sie können ja auch in der Tüte einfrieren. So in der Tüte einfrieren. Und das kann bis zu 24 Stunden in dieser Tüte bleiben. Genau. Und das bleibt es natürlich nicht, weil wir essen ihn morgen. Wir essen sie morgen, oder genau. Sie. Ja. Ist ein Mädchen. Ach ja, ist ja die Forelle. Die Forelle und nicht der Forelle. Ja. Gut, dann hat Ille jetzt hier noch. Ah ja. Das ist ihre Wurstabteilung, bitte sehr. So. Du kriegst auch, mein Schatz, du kriegst auch, mein Baby. In der Wurstabteilung gab es für meine Frau 80 Gramm von der Schinkenfleischwurst am Ring. Mhm. Dunkel Stück für dich, ne? Ja. Magst du doch. Ja. Denn Gollner und Mago Norddeutsche Jagdwurst 54 Gramm. Aha. 80 Cent. Dann Mantorsi Schinken, Magnifico, 106 Gramm, 2,64 Euro und Schulte und Sohn Duroc Schinken, der ist so lecker, 2,46 Gramm, 2,43 Euro, insgesamt 6,82 Euro. Der Fisch hat 9,43 Euro gekostet. Gut, dann geht's weiter. Sind wir noch mal, gehen wir noch mal. Wir bleiben dann in der Abteilung. Da wird schwer. Es wird schweres. Genau. Wir hatten ja das eine Mal, das letzte Mal davor war das, ne? Ja, Rippchen. Und die waren so, ey Leute, Rippchen, ja? Rippchen im Airfryer. Ich mache meine Marinade mal selbst. Ich mache Öl und dann mache ich meine Gewürze da rein. Dann schmiere ich das ein und lege die dann in den Airfryer. 45 Minuten. Ein Gedicht. Mach die mal unten im Ofen. Ach, 45 Minuten. Alle, die einen Airfryer haben, probiert das mal. 45 Minuten, also 200 Grad, 45 Minuten und... So, letztes Mal hatte ich ja nur so ein kleines Stück geholt. Ne? Also, da hat sie noch gesagt, soll ich noch mal losfahren, was holen? Da haben wir uns ja Hunger gegessen, aber diesmal habe ich ein bisschen mehr gefunden. Und, ja. Weil wir machen ja nichts dazu, ne? Wir knabbern nur die Rippchen. Und da habe ich geholt heute 1448 Gramm, kam 14,47 Euro. Und für die Muckelchen 146 Gramm Schabefleisch. Ja, die haben gerade Fisch gekriegt. Schabefleisch. Ja, die werde ich nachher auspacken. Denn. Schabefleisch. Mein Muckelchen, oh, eher wie heute Morgen, ey Leute. Oh, ich kann mich noch so voll, ich kann mich so zudecken, so zudecken. Der kommt und macht den hier frei und so. Bist du da? Bist du da? Ne? Weil er verhungert ja nachts immer. Wirklich, Maus, der macht so. So bist du da. Oh, furchtbar. Ja, um 6 das erste Mal. Gut, dann hat Ille gesagt, wenn mit Spargel geht, gibt es auch neue Kartoffeln. Hast du gar keine Bananen mit in der heute? Ich hab doch noch. Äpfel haben wir auch noch, genau. Äpfel haben wir noch. Genau, neue Kartoffeln. Woher die kamen, weiß ich nicht. Was denn? Ach so, den Bon. Der ist ja von hinten. Den Hitbon habe ich hier ja nicht drin. Warte mal. Hab ich den hier? Hier den Hitbon. Ah ja, hier. Gib mal bitte her, mein Schatzelmause. Ja, ich muss da ganz. Nee, weiß ich nicht, wo die sind. Obst und Gemüse. Knoblauch. Kartoffeln lose. Ja. Steht nicht da. Steht nicht dran, wo sie herkommen. Dann stand es aber wahrscheinlich denn. 2,49 das Kilo. Mhm. Das sind 940. Da stand Deutsch dran, wenn das die Kartoffeln sind. Ich meine, Deutsche Kartoffeln stand da dran. Da stand nicht griechisch, chinesisch oder weiß ich was. Ja. Aber jetzt schon deutsche Kartoffeln? Bei der Kälte? Wie viele Soßen haben wir mitgenommen? 6? Ja. Aha, okay. Aber alles 1 Euro, ne?
Ja. Also, laut Illes Wissen oder Nichtwissen, deutsche neue Kartoffeln. Ich glaube es. Hast du doch Eier mitgenommen? Ich habe Eier mitgenommen. Ach so, ich habe gar nicht gesehen. Doch, ich habe Eier mitgenommen. Okay, gut. Ja, genau, also ja. Deutsch, weiß ich nicht, ob es schon deutsche Kartoffeln gibt, aber eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht, nein. Aber egal. Also so eine Bauersfrau, Bauerskind, nicht Bauersfrau, Bauerskind, ich bin eine Bauersfrau, bin ich nie gewesen. Wollte ich auch nie sein. Das ist ein Bauerntrampel. Das bin ich manchmal gewesen. Ja. Bin ich manchmal, ja. Aber mein Vater hat am 24. Juni Geburtstag. Und am 24. Juni war erstmal Spargelende. Und dann gab es dann schon mal die ersten Frühkartoffeln. Damals. Ich weiß, es wird heute sicherlich, Spargel gibt es ja auch schon. Viel, viel zu früh. Der kommt ja aus, unter der Folie wird der wird von unten gewärmt und so weiter, damit er dann hochkommt. Ich weiß es nicht. Wir werden es vielleicht schmecken, obwohl, weiß ich nicht. Nein, schmeckt man nicht, ob sie, Dein Vater würde das schmecken. Der würde sagen, also beim Spargel konnte er sagen. Ach so, beim Spargel. Beim Spargel konnte er sagen, woher der Spargel kam. Ja, okay, aber auch so okay bei den Kartoffeln. Kartoffeln nicht. Eine Jurke, 69, für zwei hat es nicht gereicht. Mir reicht. Teilen wir uns. Dann hatten sie zum Spargel Tomi im Angebot. 1 Euro. Anstatt 1,49. Ja, da genau. Haben wir dann erstmal hier. Ich habe dann bin auch da noch mal in die Knie gegangen. Was, hattest du da welche beraten? Ja, aber nicht jetzt wegen Tomi, sondern wegen Mayonnaise. Die standen dabei und hatten mehrere Gläser Mayonnaise. Ja, hast du gesagt, unsere? Ich habe gesagt, hier, probier die mal. Ja, aber meine Freundin, die fährt auch die Helma Mayonnaise. Helma war die, glaube ich. Mhm. Aber in so einem riesen Teil. Ne? Ich sage, die ist aber klein. Da, die schmeckt gut. Die schmeckt gut. Ja, danke. Ob sie gekauft haben, was? Ja, ja. Du hast gedacht, du meinst wegen Tomi. Nein, also Tomi, also das war diese. Und dann hatten sie, ich musste dann auch noch mal in die Knie gehen. Arme Darstellung. Hashtag arme Omi. Da hatten sie dann noch welche auch, die kosteten auch nur 1 Euro. Ja, aber 20% mehr, oder waren nur noch 2 Stück von da. Ja, weil ich bin dann unten, ich wäre ja fast ins Regal unten reingekrabbelt, aber ich sah, meine Augen sahen nicht mehr. Nee. Also dann kleine. Für 1 Euro, meine Spargelzeit, der hat erst angefangen. Und die sind noch haltbar bis 25 und bis, na, der ist bis 11,24. Der ist auch noch bis 11,24. Der ist bis 25, ja. Der ist auch bis 25. Ja, die Spargelzeit beginnt, man muss eingedeckt sein. Das ist die beste Soße. Da lohnt sich auch nicht selber zu machen. Erstmal ist es viel zu viel Arbeit und die schmeckt wirklich am besten. Die Lokul. Ja, gut, haben wir ja schon mal erwähnt. Gut, wir hatten damals die fettreduzierte, weil sie keine andere hatten. Die hat uns nicht geschmeckt. Aber wir wollen jetzt auch nicht extra die anrufen, weil wenn uns die fettreduzierte schon nicht geschmeckt hat. Ja, also Tomi, wieder entweder Tomi oder Kraft. Knorr. Nee, Kraft. Knorr. Knorr. Was ist das denn? Das ist Tomi, ja, Knorr. Tomi ist, ich weiß nicht, wer gehört denn zu Tomi? Na, Tomi. Nestle. Nestle ist ja, macht ja alles. Naja, von Cornflakes bis, hast du nicht gesehen. So, dann, dann hatten sie noch Philadelphia. Mhm. Einmal Feta und Gurke. Hört sich interessant an. Für 1 Euro. Hatten wir noch nicht. Und einfach eine Doppelrahmstufe. Einfach für Mutti, für die Marmelade. Für Fadi. Für Fadi, für unter die Marmelade zu backen. Anstatt Käse zum Bleistift. Ja, genau. Ist es haltbar bis zum 8.7. 11.6. Kann also noch liegen. Muss nicht, kann. Dann haben wir Eier. Ja, wir mal. Guck mal, die sind bis zum 10.5. haltbar. Ach, da waren wir bei Aldi. Genau. Da kommt ein älterer Herr an. Ich stehe an der Kühltheke und guck wegen was. Dann kommt der an und sagt zu mir, kann ich mir mal kurz ihre Augen leihen und hält mir die Eier ein. Ich sage, Moment, da müssen sich die Augen von meiner Frau leihen. Ich habe mich auch keine Brille auf. Und dann hat sie, sollte sie vorlesen, wie lange es haltbar ist. Ja. Ich habe 10, genau. Eier, bis 10. Komm, gut, Schmerwitz. War so niedlich. Kann ich mal kurz ihre Augen leihen?
Da hat Ulle sich noch ihre Lieblingsschokolade. Naja, nie Lieblingsschokolade, die ist ja neu. Fährt sie momentan drauf ab. Sie hat eine Tafel gegessen und sie sagt, sie will keine andere mehr. Ist ja nicht wahr. Aber die ist lecker, wenn die noch keiner kennt. Die hier, die ist neu von Rittersport, Brezel. Brezel und Crunchy Brezel. Die ist echt lecker. Wirklich, die ist wirklich lecker. 3 Stück. Ja, das heißt ja nicht, dass wir heute alles aufessen, ne? Naja, vielleicht morgen. Nein, nein, aber... Und wenn es so wäre, ist ja unser Problem. Wir sind jetzt zum guten Abschluss bei den Katzen. Ille ist durch die Katzenabteilung gegangen. Genau. Da hat die Firma... Nein, Quatsch, doch, die Firma Hit. Ist neu. Eine kostenliche 72% Fleisch und die tierische Nebenerzeugnisse. Die ist also kein Zucker drin, es ist kein Getreide drin, es ist ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Wir wollen mal sehen, ob sie die schmecken, ob sie die fressen, ob es denen schmecken. Was ist das eigentlich natürlich, vollwertig? Ist das irgendwie Kleingemachtes? Ich weiß es nicht. Ich habe da also normalerweise müsste das eigentlich draufstehen, ne? Ob das jetzt nun klein gemacht ist, also sprich Paté. Nee, Paté nicht. Aber so wie das von Lidl vielleicht, das andere Futter. Mhm. Naja, wir werden sehen. Wir haben auch nur 2 Dosen mit. Nur mal zum Probieren. Einmal Huhn. Entschuldigung. Und einmal einen toten Fisch. Und einmal toten Fisch. Da guck. Genau. Ja, siehst du, ist ein toter Fisch drauf. So, und das dann ist kein toter Fisch. Ach doch. Das ist ein guter Fisch. Dann hat Ille nochmal so ein paar Leckerlis mal so zwischendurch. Ach so, ja, stimmt. Dann nehmen für die Katzen. Ja, von Purina. Gourmet, Genuss in Gelee. Ach so, dachte, wäre Schäber. Nee, ist er ja nicht Schäber. Genau. Ja. Dann hier mit Kaninchen. Die kam jetzt 49 Cent. Mit Kaninchen. Das ist hier mit Huhn in Gelee. Genuss. Mit einer Brathuhnnote. Als wenn die wissen, dass wir... Natürlich. Wenn wir Huhn essen, kriegen sie ja auch Hühnchen von unserem Brathuhn ab. Das ist aber nicht gebraten. Naja, doch schon, ja. Natürlich. Ja, ja, gut. Also nochmal hier ein Brathuhn. Das ist ein Truthahn. Und das ist nochmal ein Brathuhn. So, Feierabend. Schluss. Aus. Vorbei. Tschüss. Tag ein. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder einen schönen guten Nachmittag. Macht das Beste aus allen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder, so. Oder ladet uns einfach mal ein. Ihr werdet glücklich sein, wenn wir wieder gehen. So, wer sich jetzt nur für den Foodfall interessiert hat, der kann jetzt gehen. Der ist hier zu Ende, weil jetzt packen wir noch ein Paket aus, was wir von der lieben Ute bekommen haben. Ja. Wir kamen am Montag. Ja. Montag, ne? Montag kam es an, ja. Aber wir haben gesagt, wir machen Mittwoch den Horn und packen auch erst Mittwoch das Paket aus. Ja, wir sind da Obwohl wir neugierig waren. Echt. Aber wir haben es nicht ausgepackt. Nein. Sonst hätten wir doppelt drehen müssen und weil wir ja Mittwoch sowieso die Kamera aufstellen, habe ich gesagt, nein, dann machen wir das am Mittwoch. Ja, genau. No, da ist das Päckchen. Oh, Päckchen. Ja. So. Ja. Liebe Ute, lieben Dank für dein Paket. Wir wissen noch nicht, was wir brauchen. Wir haben nichts ausgepackt, wir haben nur gelesen. Und jetzt packt man aus. So. Erstmal, hoppala, einen Brief, da steht dann Ille und Irmi und die Muckelchen. So, dann schreibt sie. Hallo, ihr Süßen. Endlich ist mein Paket bei euch. Ich hoffe, dass ich für jeden was gefunden habe. Es kann gerne ein Video gemacht werden. Liebe Grüße, Ute. Wir machen ein Video. Genau. Natürlich. 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 So. Warte mal. Nee, andersrum. So. Genau. Also. So, fangen wir an. Also die Ute hat ja Folgendes gemacht. Sie hat für jede Person, ob vierbeinig oder zweibeinig, die Pakete so gepackt, dass die einen solches Paket Papier haben und die anderen, die Vierbeiner, solche und das andere Zweibein wieder ein anderes Paket Papier drumherum gewickelt hat. Ich fange mal an mit dem Buckels. Hm.
Muckelchen. Muckel, Muckel, komm her hier. Kommt aufs Auspacken. Komm her, auspacken. 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 Ja, auspacken. Das ist so süß, weil die hören sich. Guck mal, sollen wir das mal aus? Oh, ist das schwer. Das packen wir mal aus. Ich mach das gleich mal zu, ne? Oh, guck mal, lauter leckere Sachen. Ach, Herr Jemine. Jelly, Cheba. Oh, guck mal, für jeden eine Tüte. Lieben, oder naja, gemischt. Lieben Dank. Und mal eine Knapperstange. Guck mal, nee, das ist gewickelt. Das ist für die Schleckmatte. Okay. Ah, für die Schleckmatte. Gut. Ja, super. Ja, prima. Super. Mach ich euch nachher die Schleckmatte. Oh, das mögen sie, die Schleckmatte, ne? Guck mal hier, also. Lieben Dank. Für die Muppel. Ich pack mal das Papier. Wie sie gleich alle Bilder ankommen, wa? So süß. So, wartet. Nochmal die Muckelchen. Hier, wir machen jetzt mal die Muckelchen. Ah. Denn das ne gerade. Na komm, kostet. Das gucken wir mal, ne? Hier, Muckel. Ja, fein. Ja, er wartet, bis ich was schmeiße. Komm her. Hier. So, jetzt sind wir es erstmal los. So, nochmal Muckels. Nochmal Muckels. Oh mein Gott. Das ist doch nicht für die Muckels. Jason. Ach, Jason. Machen wir auch gleich auf. Jason, guck mal. Eine Tasse. Ach, so Ostern noch nachträglich. Guck mal, auch schön, da freut er sich. Dankeschön. Und noch eins für Jason. Noch eins. Ich packe das mal aus, ne, weil das vergessen wir, wieder auszupacken. Und ach ja, da freut. Oh ja. Da freut er sich. Autos. Autos ist immer. Nee, das ist du bist ja kein, du bist ja nicht der Jason. Du bist ja das Muggelchen, ne? So, weiter geht's. Hat der Papa alles aufgegessen. Ja, ihr kriegt auch gleich. Ne? Ille. Da ist Salz, Gewürz, irgendwie sowas. Sag ich doch. Big Jeff. Ah, okay. Chicken Rub. Ah, geil. Unser Schickendienst ist nämlich alle. Ja. Ja, super. Riecht es? Ich rieche es nicht. Ja. Na, ist da Knoblauch drin, ne? Wo denn rieche ich? Ich rieche. Warte mal. Curry rieche ich, glaube ich. Na, du magst ja sowieso Curry an Hähnchen. Ich mag Curry sehr gerne an Hähnchen. Ah, so was ist denn? Warte mal. Na, hier, gut, ey. Hühnerkräuter mit Salz. Meersalz, Knoblauch, süße Seite, Paprika, schwarzer Pfeffer, Zwiebelkörner, Chilipulver, Koriander, Oregano, Thymian. Kein ja. Curry. Nee, Curry ist gar nicht drin. Das ist die Paprika. Das ist die Paprika, die ich rieche. Das ist die cool, Paprika. Danke schön. Brauchen wir gerade. Ja, brauchen wir wirklich gerade. Mein Chicken-Dings ist alle. Warte. Da noch irgendwas zwischen? Nein, können wir weiter verwenden. Verwenden wir natürlich weiter. Ille. Nochmal Ille. Warte, ich guck nochmal richtig drauf. Ille, ja. Ille. Oh. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh. Ich werde immer fetter. Nee, gar nicht. Ich nehme immer mehr ab. Rumtraubennuss mag ich sehr gerne. Dankeschön. Ach, guck mal. Ach, die kenne ich aber noch gar nicht. Saure Spinnenbeine. Nee, die kenne ich noch gar nicht. Lecker. Ja, die Schnüre. Die mag ich auch. Und Glücksherzen. Saure. Vegan.
lecker. Danke. Deswegen ist es mit uns beiden immer sehr lustig. Genau, wegen den sauren Sachen. Es ist sauer, macht lustig. Aber manchmal dauert es 3 Tage. Ja, manchmal aber auch gleich. Manchmal auch gleich. Wieder, Ecke, mach du das, pack du das. Nee, erstmal bist du dran. Das ist ein Buch. Bestimmt. Nee, ne? Wie geil ist das denn? Das große Strickmuster-Lexikon. Geil. Okay, das ist nichts mehr für euch. Wie geil ist das denn? So was habe ich mir gewünscht. So was habe ich überhaupt nicht. Guck mal, mit Anleitung. Wie du die Finger hältst, ob gerade schief, krumm. Oh, oder. Cool. Nee, so was habe ich noch gar nicht. Das ist geil. Super. Oh, lieben Dank. Guck doch mal. Das ist geil. Ach, sie strickt ja auch, ne? Die Ute. Ja, die strickt auch. Mhm. Wow. Lieben Dank. Habe ich noch gar nicht. Mit rund 900 Mustern. Wahnsinn. Ach. Liebe Ille, ich hoffe, du kannst was mit meinen gesammelten Werken anfangen. Oh, zeig mal. Warum gibst du die ab? Leicht reich gemacht. Gott. Ach. Ach, das sind Hefter. Warum gibst du das ab? Oh, wie geil ist das denn? Armtisch. Wie geil ist das denn? Oh, lieb. Guck mal da. Die Socken, ja. Lieben Dank. Na klar. Guck mal hier, Jacken mit Rundpasse. So weit will ich doch gerade stricken. Lieben Dank, Ute. Kann ich auf jeden Fall. Natürlich. Oh, danke schön. Lieben Dank, Ute. Danke. Super. Oh, danke schön. Noch mehr? Ach, hör mal auf. Das ist Salz. Ach, das ist, warte mal, das ist Pfefferkornmelange. Oh. Pfeffer und Salz ist das. Aha. Ah, ja, cool. Das ist auch gut. Das ist gut. Pfeffer und Salz ist gut. Super. Erspart man sich. Oh, noch mehr haben wir auch. Was ist denn hier los? Weil wir Weihnachten ist doch erst. Meine Nudelsuppen. Von Mama, ja. Die mache ich am liebsten von Mama. Vegetable. Mag ich sehr gerne. Hör mal auf. Jetzt ist auch wieder irgendein Gewürz. Oh, Heike. Gute, Entschuldigung. Ich muss jetzt raus. Oh, ach nee. Soll ich dir mal was sagen? Trüffelcreme. So. Hab ich gar nicht gesehen beim Aldi. Eingelegte Sommertrüffel. Parmigiano. Hab ich gar nicht gesehen beim Aldi Süd, ne? Ja. Oh, lecker. Danke schön. Hab ich nicht gesehen. Bei uns gab es die nicht. Nein. Hätte ich mir da mitgenommen. Oh, lecker. Das lebt noch. Nee, kann das nicht aufmachen. Nein, ist das nicht. Dann rennst du hier weg. Ja, ich weiß. Guck mal, hier sitzt er und da sitzt er drin. Ja, also ich muss jetzt sagen, da freue ich mich. Ute, das war jetzt nicht notwendig. Die Katze, wir haben schon so viele. Wir haben schon so viele. Aha. Oh, war's so, das? Das war's für dich. Gott sei Dank. Jetzt bin ich dran. Lieben Dank, Heike. Mal von vorn. Lieben Dank, Ute. Und wollte nicht böse sein. Bitte nicht böse sein. Lieben Dank, Ute. 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 Jetzt habe ich mir erlaubt, meine Tüten aufzumachen. Nee. Ah, Schmetterling. Mein
Warte mal, wir machen mal an. Ja, oh, hier. Die leuchten. Ja, schön. In verschiedenen Farben. Ja, schön. Mach ich wieder aus. Ja, schön. Schön. Da. Ja, das ist sehr schön. Ja. So, weiter geht's. Ja. Cappuccino. Ja, würde ich auch sagen. Ist ja mal so ein Rätsel raten, aber... Krüger. Krüger. Na, komm her. Karamellkrokant. Ja, ich bleibe jetzt einfach mal ehrlich. Ja, natürlich. Ist nicht mein Ding. Ich werde es probieren. Können wir probieren. Also probieren. Vielleicht schmeckt es dir ja. Ja. Weil, ich probiere es aber gerne. Ja, irgendwie mag ich nicht so mit Geschmack und mag entweder nur, also Cappuccino oder Latte Macchiato, aber so Cappuccino mit Geschmack, mit Schoko oder Vanille oder... Das mag sie nicht. Nein. Aber wir probieren ihn vielleicht. Ich mag ihn bestimmt. Ja, weil ich Karamell-Krokant ist ja meins. Ne? Also genau. Er wird auf jeden Fall getrunken. Ja, na klar. Vielleicht schmeckt er mir ja. Ja, genau. Aber du bist ja nicht so der Karamell. Nein, ich bin nicht so der Karamell. Aber ist nicht schlimm. Nein. Gute. Aber wir sind halt ehrlich, weil sollen wir sagen, oh, lecker. Und nee. Also, ich trinke bestimmt, garantiert, obwohl ich nicht so der Cappuccino-Fan bin, aber ich trinke ihn. Weil Karamell ist meins, ne? Och Gottchen. Och nee. Och nee. Och, ist die süß. Ist die süß. Ist die süß. Ja, wirklich, die ist wirklich süß. Aber die kann ich gar nicht draußen hinstellen. Nein, die kann ich gar nicht Gott, draußen. Gott, ist die süß. Mit dem Schirm. Da kann ich immer, oh, hinstellen, wenn das Wetter regnet. Sind. Ja, genau, dann kommt die raus. Jetzt bräuchte ich noch mit, mit einer Sonne oder so. Ach Gott, ist die süß. Oh, die ist schön. Ja. Die ist niedlich. Ach Gottchen. Süß. Na, warte, nicht, dass die Ente ja. Ist die süß. Für wen ist denn das? Für dich? Für mich, ja. Okay. Für mich. Okay. So, Für mich. Steht da Irmi drauf? Ja. Ach, Irmi steht drauf. Bei dir stand Ille drauf. Ja, Tatsache. Echt doch. Und bei dem Mucke stand Mucke drauf. Jason habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber ich. Milka White Blanc. Einen Hasen. Ist noch ein bisschen Ostern. Ja, ja. War ja auch Ostern. Marzipan. Himbeere. So, wer sieht das aus der Handreise? Marzipan, Himbeere. Lecker. Rittersport, Marzipan. Oh, Mousse. Mousse. Niederegger. Mousse. Mousse. Praline Mousse au Chocolat. Hell, Praline Mousse au Chocolat. Dunkel, den Zartbitter und Vollmilchschokolade. Von Niederegger, ja. Ja, Niederegger ist. Ich weiß. Gut. Sehr gut sogar. Einmal. Und jetzt haben wir noch ein Paket. Noch was? Ja, noch was. Das ist ein bisschen. Das ist nicht, kann ich nicht ausmachen, was das ist. Lies mal zur Seite. Ja. Das kann ich nicht ausmachen. Aber ich lasse mich überraschen. Gerne sogar. Nee. Wir hatten sie uns auch angeguckt bei Action. Aber nur online. Aber nur online gesehen, ja. Genau. Aber ich weiß schon nicht. Damit mich so Irmi sagt, weil Irmi hat ja die, davor hatten sie ja die große, die wir nicht bekommen haben.
Und, achso, mach mal aus. Entschuldigung, bitte. Die wir nicht bekommen, dann hat Heike jetzt die besorgt und hat sie ihr geschickt. Ja. Und letzte Woche gesagt, guck mal, jetzt haben sie die in klein. Ja. Aber dadurch, dass sie von mir schon welche bekommen hat, aber andere zum Anhängen, kleinere, haben wir die natürlich nicht geholt. Ist ja witzig. Gottes, nee, also echt, da oben, guck mal hier die. Ja. Ist ja witzig. Ja, mit Solar, da ist Umi. Da macht mir Umi immer eine Freude. Weil ist ja ihr Balkon, ne? Also. Das heißt nicht, dass sie nicht auf dem Balkon. Ja, ich muss immer einen Antrag stellen, wenn ich raus will. Das habe ich dir doch gesagt. Die haben sich mal so ähnlich jetzt. Die sind Plastik. Ist die auch draußen Plastik? Nee, nein, ne? Nein, die ist kein Plastik. Kann man die an und aus? Nee, die macht man. Die musst du unten runter. Nee, da ist nichts zum An- und Achso, vielleicht drehen? Nee, da ist nichts zum An- und Ausmachen. Da müssen wir doch mal schauen, was sagen die mir denn hier? Open. Open, 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 open. Open. Moment, ich muss Brille aufsetzen. Unten kannst du es nicht aufmachen. Hier. Doch, da. Ach so. Ne. Ah, und dann hier drinnen. Ah, ja. Okay. Ah, und dann geht's auch. Guck mal. Die geht auch. Die kannst du aber. Ja. Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Ja. Die kannst du doch. Ja. Ja. Die. Hier. Drück mal da unten rein. Raus. Hier, guck mal, die kannst also, du. Ja, klar, zum Rein. Ach, guck mal, die kann man so. Ja, siehst du so zum. Ja. Ach. Gut gemacht. Wunderbar gemacht. Aber ich werde sie zum Hinstellen nehmen. Ja, natürlich. Wenn sie nicht reinstecken irgendwo. Kriegst du nicht raus? Es kommt. Es kommt. Na, jedenfalls kann man die, finde ich, das ist aber gut gemacht. Kann man die so hinstellen, rinmachen oder hinstellen. Cool. Jetzt habe ich eine. Wie gesagt, ich habe die gesehen, hab ich gedacht, guck mal, jetzt haben sie die in klein. Ist ja witzig, ey. Du bist ein Schatz, Ute. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön, liebe Ute. Für all die schönen Sachen im Namen der Muckelchen, im Namen vom Jason. Ja. Ute, herzlichen Dank. Alle anderen, lieben Dank für euren Support, fürs Einschalten, Abschalten, Umschalten, Wegschalten. Weiter. Daumen hoch, Daumen runter. Was ist denn los? Nein, mach weil du so gemacht hast. Ja. Was wolltest denn du? Naja, ich wollte dich erstmal erzählen. Ach so, Daumen hoch, Daumen runter, Support ist Support. Ja? Ja, bist du. Ja, 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 bist du fertig? Ja, ja, ja. Gut. Liebe Ute, auch ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Auch bei allen anderen bedanken recht herzlich, dass ihr so immer so freundlich dabei seid. Ja. Wir sind jetzt schon bei 5-2. Das ist für mich eigentlich gar nicht wichtig, wie viele da sind. Nein. Für mich ist auch wichtig, dass die Kommunikation untereinander, ja. Ich find unheimlich toll. Ja. Ne, also, dass dann jemand fragt und dann gibt jemand anders eine Antwort oder wie auch immer. Oder es wird einfach sich nur miteinander unterhalten. Genau. Ja. Oder wenn wir angegriffen werden. Oh ja. Was sagst du denn immer? Die Kanalpolizei. Die Kanalpolizei. Dann kommt die Kanalpolizei und passt erstmal auf. Und, ja. Und wer ist die Kanalpolizei? Das seid ihr. Das seid ihr, genau. Ihr seid die Kanalpolizei. Ihr werdet dann erstmal hier denn erstmal und fragt immer, hier, was ist hier los? Wieso, weshalb, warum? Ja. Finde ich so geil, echt. Ja, und mir sagt, die Kanalpolizei war schon da. Ja, ihr seid einfach. Ja, ihr seid toll. Okay, ihr Lieben, lang genug heute. Das Video ist schon wieder so schwer. Ich möchte nicht wissen, wie lang das Video ist. Aber ich kann es nicht erkennen. Manche lieben ja lange Videos, aber schauen wir mal. Gut, lieben Dank. Und was sagen wir? Immer nochmal. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. Danke.
Tschüss mit Öss.